Oh, was haben wir denn da Schönes? Wow! Das große Deluxe-Disney-Figuren-Set mit 11 Prinzessinnen. Macht bestimmt eine Menge Spaß, mit denen zu spielen. Und hier sind sie nun, unsere 11 Prinzessinnen aus unserem Deluxe-Spielset. Beginnen wir mit der jüngsten Prinzessin aus dem Set, Merida, aus dem gleichnamigen Film Merida. Der Film kam 2012 in die Kinos. Schaut auf ihre tollen Haare, die Details der Figuren sind wirklich toll. Könnt ihr euch noch erinnern? Merida hasst es, ihre Haare zu kämmen. Darum wehen sie immer wie wild im Wind umher. Eine schöne Figur. Ich finde die traumhaften roten Haare hier richtig gelungen. Zusammen mit ihrem Bogen schaut sie toll aus, findet ihr nicht auch? Das war also unsere aktuellste Prinzessin im Set, aber seit Frozen nicht mehr die neueste Prinzessin von Disney, wie ihr bestimmt alle wisst. Kommen wir nun zu Rapunzel. Warum ist Rapunzel berühmt? Warum? Genau, wegen ihren Haaren. Wow, schaut auf die Details ihrer goldenen Haare. Schaut, wie lange sie sind. Sie ist barfuß und rennt über eine Blumenwiese. Ist sie nicht hübsch? Das ist also unsere Prinzessin Rapunzel. Sie ist die zweitjüngste Disney-Prinzessin aus unserem Set. Dann lasst uns mal Tiana ansehen. Sie ist aus dem Film Küss den Frosch aus dem Jahr 2009. Sie sieht richtig wie eine Prinzessin aus in diesem Kleid. Ein paar Informationen habe ich für euch. Tiana ist die einzige Prinzessin mit einem Job. Sie ist eine Arbeiterin. Sehr, sehr schöne Figur. Wirklich hübsch. Danke, Tiana. Nun zu Mulan. Natürlich aus dem Film Mulan. Aus dem Jahr 1998. Sie gibt es also auch schon eine ganze Weile. Mulan ist der einzige Disney-Film, in dem man beide Elternteile sehen kann. In den meisten Disney-Filmen sind die Eltern nicht zu sehen, beziehungsweise nur einer davon. Auch eine hübsche Figur. Viele Details, tolles Kleid. So, wen jetzt? Und hier haben wir Pocahontas. Eine richtig hübsche indianische Prinzessin. Schaut auf diese Haare, wie sie im Wind wehen. Wow. Toll, absolut toll. Athletischer Körperbau. Und was hebt Pocahontas von den anderen Prinzessinnen ab? Nicht, dass sie indianisch ist, nein. Schaut mal auf ihren Arm. Ja, sie ist die einzige Prinzessin mit einem Tattoo. Ja, du bist die einzige, Pocahontas. Eine meiner Favoriten in diesem Set. Eine wirklich hübsche Figur. Als nächstes haben wir Jasmin aus dem Film Aladdin.
Und im ersten Aladdin-Film ist Jasmin die einzige Prinzessin, die nicht heiratet. Das ist Jasmin in ihrem schönen Kleid. Tolles Outfit. Sie tanzt gerade. Die Actionfigur hat wirklich schöne Details. Schaut mal auf das Make-up. Du bist sehr hübsch, Jasmin. Danke. Unsere nächste Prinzessin. Nun gehen wir zurück in der Zeit. Viele Erwachsene werden sich noch an sie erinnern. Belle, die Schöne. Sie hat eine rote Rose in der Hand. Eine Rose spielt ja auch im Film eine entscheidende Rolle. Schaut euch das tolle Ballkleid an. Wow, Belle ist bereit zum Tanzen. Belle ist die einzige Prinzessin, die nicht den Haupttitel des Films singt. Könnt ihr euch noch erinnern? Der wird im Film von Mrs. Potts gesungen. Belle, du siehst hübsch aus. Die nächste bitte ist Ariel. Die Figur zeigt sie in ihrer Meerjungfrauengestalt. Wunderschönes rotes Haar. Warum hat Ariel rote Haare und keine blonden Haare? Weil 5 Jahre zuvor ein Spielfilm mit dem Titel Splash in den Kinos lief. Die Meerjungfrau wurde von Daryl Hannah gespielt. Sie hatte dort blonde Haare. Und Ariel sollte mit ihren roten Haaren einzigartig sein. Und das bist du. Du hast einzigartige hellblaue Augen und tolles Haar. Auch eine ganz tolle Figur. Danke, Ariel. Die nächste Prinzessin, die wir haben, ist Aurora, die schlafende Schönheit. Sie musste lange schlafen, bevor sie ihren Prinzen kennenlernen durfte. Sie ist so hübsch. So, ja, sie hat lange geschlafen, aber nun ist sie wach, um mit euch zu spielen und zu tanzen. Wirklich schön. So, jetzt haben wir noch 2 Prinzessinnen übrig. Ich hole sie mal beide. Könnt ihr mir eine Frage beantworten? Wer von den beiden war die allererste Disney-Prinzessin? Na? Die zweitälteste ist Cinderella oder auch Aschenputtel genannt. Lasst uns über Cinderella sprechen. Ich liebe diese Geschichte von den hübschen Mädchen, weil es bei ihrer bösen Stiefmutter und ihren bösen 2 Stiefschwestern leben muss. Aber sie kommt auf diesen Ball mit der Hilfe ihrer kleinen Freunde und sie findet ihren Prinzen und verliebt sich in ihn. Eine tolle Geschichte. Oh, wo sind denn Ihre Glasschuhe? Ich habe was über Cinderella gelesen und habe herausgefunden, dass ihre Schuhgröße die Größe 35 war. Was für eine junge Frau wirklich sehr, sehr, sehr klein ist. So, das war ein bisschen Info über Cinderella. Und jetzt lasst uns über Schneewittchen sprechen. Sozusagen die Original-Disney-Prinzessin. Das ist Schneewittchen.
Schaut sie nicht toll aus? Sie gibt es schon seit 1937. Bald wird sie 80 Jahre alt. Und in ihrem Film ist sie gerade einmal 14 Jahre alt. Somit ist sie die jüngste Prinzessin, aber auch gleichzeitig die älteste Prinzessin von Disney. So, das waren unsere Prinzessinnen. Sie sind alle so hübsch und so einzigartig. Mir hat es Spaß gemacht und ich hoffe, euch ebenso. Bis bald. Ciao.